Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rollenspielpart von Skyrim. Ja, mit ein bisschen Mods drin. Gut. Gucken wir mal. Ich kann nicht warten, mein Monster oder so. Okay. Jo, ich wollte kurz schauen, was für Zeit ist. Ist eine Woche. Ist nichts, okay. Eine Woche. Eine Wachewoche. So. Ich hatte ein bisschen Probleme. Ich habe ein paar Sachen miterlebt, die ein bisschen doof waren. Okay, noch doofer sind. Und wir sind ein bisschen falsch gelaufen scheinbar. Ich wollte eigentlich irgendwo zu einer Farm gehen, genau. Schauen wir mal kurz. Genau, hier rüber und wir sind irgendwie hier runtergegangen. Also müssen wir einfach hier kurz von diesem Krieg da drüben. Was ziemlich heftig aussieht. Ich weiß gar nicht, wer da kämpft, dass ich sehe. Ich sehe Wachen. Wachen kämpfen irgendwie gegen Banditen oder so. Oder, okay, das ist ein Mammut. Gegen Sturm, also Sturmmänteln. Und die sind heftig stark, wahrscheinlich noch. Gut, hier haben wir das. Eine Rat. Ein Skiba. So, oh, schön. Schön brennend. Oh, ein Säbeling. Okay. Wir speichern mal. Und, ja, ich will ja Rundspiel machen. hallo. Okay, sie ist verbuggt. Sie ist leider verbuggt. Sie ist eine der, die das Spiel nie gefixt hat, ein Bug. Das weiß ich gar nicht. Ich rede sie mal gar nie an und versuche einfach mal weiterzuspielen. Vielleicht, ja, ist es halt einfach, wenn man sie anredet. Vielleicht auch in gewissen Gebieten oder so. Aber sie wisst wie, man redet sie an. Oh, ich habe die Waffe gezückt und sie geschlagen und versucht. Und das ist natürlich nicht so toll. Gut, also Rundspiel wird weiter. Genau, das Spiel ist schon ziemlich, also es ist nicht so anspruchsvoll, aber es kann immer sehr viel passieren und deshalb werde ich manchmal rausgeschlagen. Oh, schön. Hier. Oh. Okay, unsere Redegewohnheit. So, wird ja besser. Okay, kommt ihr immer noch mit? Also die eine ist da. Utgerd, und er ist auch hier. Okay, sehr gut. Ich fühle mich nämlich echt jetzt hier in der Ebene nicht gerade so wohl. Das ist ein Schmetterling, ich dachte gerade an einen Geist. So, ja, dann können wir hier noch was speichern. Das ist nämlich schon recht schwer. Ah. Jo, haben wir einen Schwierigkeitsgrad? Nein. Weil ich in der vorherigen Aufnahme, die ein bisschen schief ging. Ja. Adept, ja. Ja, genau. Okay, es ist auf normal. Das heißt also, jo, die Wölfe haben einfach zu wenig Leben gehabt. Aus irgendwelchen Low-Level-Gründen oder so. Aber andere Gegner sind zum Beispiel viel zu stark noch. Und da müssen wir halt immer schauen. Ich möchte ja nicht unbedingt sterben, weil ich einfach Rundspiel mache. Und halt alles ungefähr nicht weiß, wie stark sie sind und riskiere. Ja. Okay, der Bauernhof ist dort schon. So, was haben wir denn hier? Einen Brunnen, okay. Schmetterlinge. So. Wir tun jetzt mal nicht allzu viel mitnehmen. Ich kann ja sie nicht ansprechen und irgendwas reintun. Ein Kinderskelett. Und Gold. Ah, das Schwert. Das Schwert ist irgendwie wichtig, okay.
So, Schmetterlinge möchte ich mitnehmen. Und die. So. Also, wir speichern mal fest. Da seht ihr auch den nächsten Spielstand, oder? Der ist auch hier bei der Base, aber wir sind von Norden, also nein, von Osten gekommen. So, und jetzt kommen wir irgendwie ja von Wissen zurückgegangen. Okay. Aber, oh, da ist ein Geist. Interessant. Wie kommen wir es hier? Also wir sind hier vom Weg hergekommen. Und es gab da wieder ein paar Probleme mit einer mit der Quest. Wow. Was ist jetzt der Geist da? Was ist denn die Tiere hier? Gut. Wo ist der Geist hin? Okay, und der Geist hat extremsten Schaden gemacht. Ich glaube, One-Schlag hat er gemacht. So, also jetzt sind wir mal beim Haus. Ich musste nicht das Game immer wieder neu starten, weil irgendwie ein Fehler war. Aha. Zerrissene Seite. Ich fühle mich seltsam warm und kalt zugleich. Meine Hand zittert. Ich kann kaum schreiben. Mir ist so schwindelig. Ich glaube, ich wurde vergiftet. Sie hat es also geschafft. Wer? Wer hat es geschafft? Urwal. Mein liebster Saufkumpan. Geralt von Riva. Sonst geht's dir gut? Oh, Blasenpilze, die brauchen wir ja für die Heiltränke. Und Tundra-Bammel. Ja, gehen wir mal rein, wenn wir können. Ja, wir können rein. Hallo, bist du die oder der Böse? Nirgends hier, nein. Niemand hier. Eine Kinderpuppe. Jungen Hallo. Aggressive. Utgat. Gehen wir mal zuerst drauf. Schade, dass Spiele und Mods hier sehr, sehr schlecht, also ja, schlecht, einfach bugverseucht sind. Aber ich habe schon unoffiziell Skyrim-Patches und so alles verwendet. Ein Hahn, okay. So, das dürft ihr gerne mal wieder durchlesen. Ich mache es dann auch im Video. Aber wir wollen ja jetzt auch vorwärts kommen. Einfach immer kurz stoppen, durchlesen. Jo. Nein, es ist sehr viel. Sehr viel. Okay, fertig. So. Ja. Okay, hier geht's auf die Terrasse scheinbar. Das ist... Ja, okay. Ich tue mal ein paar Sachen hier reinlegen. Okay, ist mir wieder ein bisschen wärmer. Was ist denn schwer? Gewicht. Ein altes Nordschwert. Eisenhelm. Das können wir, glaube ich, nicht reinlegen. Eine Laterne. Eine Säge. Okay, ein paar Bücher. Da ist ein Gewicht. Und wir haben eine bessere Robe gefunden. Ja, legen wir auch rein. Silberwaren brauchen wir momentan nicht. Tunika mit Gürtel auch nicht. Skelettdiener beschwören. Okay, cool. Ah, das war vielleicht vorher. Ja. Ein Tierhäusling, okay. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Oder ob es nur zum Tiere benachrichtigen oder so ist. So, also das Buch. Skelettdiener beschwören.
Gut, und die Robbe. Baby. Dann können wir einen Silberring, Eiskette, Fußlappen. Ich hatte doch, das war ihr. Sollen wir sie töten? Können wir die irgendwie fixen? Ich habe es schon gemacht, aber es geht nicht. Sie ist total verbuggt, also ich muss sie töten, damit ich überhaupt das Item wieder bekomme, aber sonst cheaten wir einfach das Item wieder. Also ja, das können wir sonst nicht bekommen. Gehen wir mal in die Holztür. Oder geht's nach unten? Okay. Hier ist auch nicht viel. Was? Eine Karotte. 4 Karotten. 2 Karotten. Kartoffeln. Salz, das ist doch wichtig. Roter Apfel ist wichtig. Kartoffeln sind wichtig. Pommes. Ich will Pommes sehen. Eine Angel. Haben wir schon. Noch mehr Karotten. Sehr gut. Und ein Fass. Noch was, ein Fass. Puh. Oh. Ein Schalter. Ah, hinter mir. Shangui. Meine Güte. Ja. Wird mich töten. Okay, wenn du so verbuggt bist und ich dich austrinken kann. Ja, unmöglich. Was ist denn los? Ich zaubere auf den anderen und sie wird getroffen wegen den Flammen. Dankeschön. Unglaublich, ey. Wo war das? Ich habe nicht gesehen, dass sie getroffen wurden. Also nehmen wir einfach das Salz mit, das reicht. Ach komm, jetzt ist kein Salz doch da. Salz, ja. Das reicht doch. Und jetzt hörst du auf, einfach mit mir zu kämpfen. Musst du mich nicht verteidigen, wenn du so aggressiv bist. Unbesiegbar. Sie ist einfach unbesiegbar. Wie verbuggt ist dieses Spiel? Wie kann sie unbesiegbar sein? Ja, okay, weil sie halt einfach wichtiger ist als andere. Du suchst das Labor und weißt heraus, wie aus der Serene zugestoßen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Begleiter hat, wieso hat der Entwickler gedacht, ja, okay, dann wird der Begleiter aggressiv, wenn man ihn angreift. Also irgendwie ist der Begleiter halt verbuggt. Kann man nichts machen. Aber wir haben 1.000 Euro gezahlt und dürfen doch ihn angreifen, so. Seht an, seht an. Okay, jetzt ist er nicht mehr verfälscht werden wird. Ich hab Angst. Ich habe Angst. Glaubt ihr etwas, was ich Angst vor habe? Okay. Nein, ich stecke fest. Boah. Bin ich froh drüber. Ich hab's geschafft. Na, was machst du jetzt, ja? Ja, schon, aber ich bin ja ein Freund. Wir leveln an ihr. So, Doppelknöpfe. Wo ist sie? Ist sie oben? Wo ist sie hin? Macht mir Angst, das ist ein Geist.
Ich glaube, die ist rausgegangen. Die ist irgendwo. Die muss ja draußen sein, wenn sie noch angezeigt wird. Und die Sachen sind drin, wenigstens. Voll das Angstschweinchen. Das Angstkaninchen. Boy. Wo gehst du jetzt weg? Hey, ich wollte mit dir Ding haben. Das sag mir nicht. Was? Ist kalt. Also es wird dort angezeigt. Ich glaube, die ist verschwunden. Kämpfen wirklich. Hey, so passt doch auf. Alle zusammen. Was macht ihr jetzt? Verschwindet ihr? Ich habe kalt. Wo ist sie hin? Ich will sie jetzt nicht mehr nachgehen. Aber immerhin nervt sie uns nicht gerade. Okay, dann können wir. Wissen wir nicht. Ja, da ist ja wieder die Schlacht. Noch einmal. Geh mal zu der da. So, und ja, langsam. Ich glaube, wir sind müde. Okay, helft mir. Kann ich mir schlagen. Was macht ihr alles mit mir? Stehst du sofort? Agil sie. Das ist der Ork hin, okay. Heute ist was los. Die hat einen Knall. Rotes Gummiball. Grüner Ork. Auf jeden Fall. So viele aggressive Leute in Skyrim, die gebraten werden. Ich bin langsam ein Profi-Zauberer, weil ich viele Feinde habe. Aber das geht doch nicht. So, mein liebster Saufkumpan. Grüezi. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Okay, sorry. Wo ist sie hin? Sie hatte so gute Sachen dabei. Wird sie nicht mehr sehen. Ihr braucht etwas? Ein bisschen weniger Leute. Das ist schon wieder ein Gegner irgendwo. Hören doch. Kratzt hier irgendwo. Hallo. Dort ungefähr. Aha. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, nehmt euch vor Sturmmantelspion. Der ewigen Heilung? Schauen wir gleich mal an. Der ewigen Heilung. Stell die Gesundheit vollständig wieder her. Aber nicht auf Dauer irgendwie, okay. Für mich ist ewig irgendwie, ja. Es wirkt immer. Okay. Was haben wir denn hier? Magiker alles. Wenn wir irgendwie reduziert haben, ist es natürlich effektiver. Zerrissene Seite. Das ist das gewesen, aber das habe ich auch angeschaut. Ah, die anderen habe ich nicht angeschaut, okay. Klar. Also ich denke mal, wir spielen so weiter. Sie ist geflohen. Ne, sie ist unsichtbar geworden oder so. Oder sie ist einfach irgendwie teleportiert worden, scheinbar. Weil dieser Punkt auf der Karte ist sie immer noch wahrscheinlich. Wir können mal dorthin gehen, aber ja, ist verbockt. Fruchtsam.
Sind wir jetzt nicht wieder in der Nähe von der Schlacht? Ich hoffe, das ist jetzt gerade ein bisschen angenehmer. Waren wir nicht da vorne? Okay, also das Spiel ist sehr seltsam. Irgendwie. Ja, da vorne waren wir gerade. Okay, jetzt ist einfach die Schlacht weg. Das Spiel hat einfach das vergessen oder so. Da ist jemand auch tot. Aber vielleicht war hier gerade die Schlacht. Ja, ja, kann sein. Aber nicht so viel gestorben, weil wir weggingen. Dass wir wieder in der Nähe sein könnten. Also. Ja, ist ziemlich krass. Ja, ja. Bin müde. Also eigentlich möchte ich ja wieder zurück. Ich will jetzt hier nicht allzu viel riskieren oder so. Aber mir nimmt es Wunder, wo die ist. Das ist einfach diese Unklarheit, was sie überhaupt gemacht hat und wie das ging. Ja, jetzt ist sie ganz weg. Oh, schade, jetzt haben wir sie ganz verloren. Okay. Zu diesem Mammutskelett dort. Wo sind wir denn hier hingegangen? Okay, wir sind beim Lager. Mich interessiert jetzt eigentlich gerade, wo gibt's eine Stadt? Das da, Mortal. Gehen wir Richtung Mortal. Gehen wir über diesen Pass hier. So. Okay. Das ist interessant. Aber eigentlich will ich ja Weißlauf ein bisschen verlassen noch. Also ich denke, ja, wir finden jetzt gerade nicht ein anderes Zuhause oder wo wir schlafen können. Wir gehen einfach nochmals kurz zurück. Vielleicht wartet sie auf uns. Ganz nett und ansprechbar. Nicht so mega aggressiv. Das ist nicht so toll. Also das nächste Mal kann ich sie hoffentlich besser besiegen. Okay, das ist nicht so gut, wenn wir uns hier nähern. Aber hier scheinbar noch etwas Wichtiges, oder waren wir hier schon? Okay. Kann ich mir das merken? Habe ich das auf der Karte notiert? Nein. Es ist schade, dass wir jetzt gerade sehr unter Zeitdruck sind. Aber genau der Riese, der ist gerade hier am Hängen. Das ist der Kumpel, der Geralt vom Riese. Das wäre sicher auch ein cooles Rollenspielprojekt. Einfach mal Riva sehen. Riva, der Geralt. Ich denke, der dritte Teil, oder ich kann auch mit dem ersten anfangen. Ah, ich habe den Skill nicht. Ich wollte schauen. Müde, ausgehungert und kühlt. Boah, ich habe drei Sachen, die negativ sind. Objekte. Huch. Okay. Habe ich das doch hier drin? Ja. Okay, die Taste. Ah, die E-Taste, okay. Schutzguide verstören, das bringt ja nicht so viel momentan noch. Und ich möchte jetzt einfach mal zuerst einmal die Doppel beschwören. Mal gucken, was passiert und wie viel Mana es kostet. Jo. Aber Skyrim ist wirklich extremst ablenkend. Also so ein gutes Rundspiel ist sehr schwer zu machen. Doppel. Okay. Kostet sehr viel Mana. Du schaffst das. Ja, wow! Geil, stark. Aber ich hoffe, die Druiden-Zauber, die gehen einfach irgendwann mal. Okay, wir haben eben nochmals etwas gefunden. Das ist geil. Ja, ich weiß nicht, wie man die
zaubert. Das kann ich leider nicht so schnell herausfinden. Ich denke, das lernen wir in der Akademie. Hallo. Wer bist du denn? Oh. Oh, wir können ein Online-Brennen. Das war der letzte. Ja, ich habe ihn besiegt. Eisendolch, Honig, Wabe, Schmetterlingsflügel, Warze, Nagelrobe ist das gleiche. Nagelstiefel müssen wir nicht mitnehmen. Aber jetzt habe ich nicht geschaut, was für ein Sauber. Was für ein. Schau wieder mal, Schnurr. Und sterblichen Geist beschwören. Für 60 Sekunden. Und all das Mana mir wegziehen? Ne. Glauben? Ne. Also, dann machen wir doch mal Rechtsklick. Diener beschwören. Hallo. Da haben wir ein paar Sachen. Du bist aber süß. Klappest ganz schön. Mit den Knochen. Schein von Zenitar. 100 Gold. Oh. Das wird sich schon lohnen, oder? Ja. So, aber kalt haben wir immer noch. Und so langsam haben wir wirklich Probleme mit dem der Kälte vor allem. Es wird einfach nicht Tag. Noch nicht. Ja, noch lange nicht. Okay. Gut, aber immerhin. So, wo ist das mit dem? Tschüss. Das war der letzte. Hat jemand den Wolf gesehen, der weggeflogen ist? Also ich nicht. Und schwer verletzt. Ich hatte so einen anderen Blickwinkel dran. Wolf. Du schwinde dich schon, wenn ich dich nicht irgendwo ganz weit weg finde, du. Okay, ich suche nicht nach dir. Du bist halt weggeflogen. Dachte schon. Es ist da vielleicht eine Quest oder so. Jo. Dann ist hier natürlich das Wichtige. So. Aber schön, dass wir so viel erleben. Das muss ja wirklich. Hallo, Schlafmetzel. Komm. Der ist wirklich langsam. Da kommt er. Okay. Gut. Hier in der Nähe haben wir jetzt gerade auch kein Monster. Was ist das? Das ist ein Fuchs. Füchse sind scheinbar nicht so aggressiv. Also. Jo, das ist unser erste Behausung, weil wir jetzt momentan niemand mehr haben hier. Wir mussten das hüten, also wir müssen das sozusagen in Besitz nehmen. Da sonst alle kommen und das Haus einfach beschlagen. So,
Also schlafe ich erstmal in der Raum hier. Und zwar. Warte, warte kurz, ich muss essen. Ne, so schnell. 7 Stunden also. Und dann gehen wir so langsam. Ja, im nächsten Tag. Dann auf nach Mortal heißt's. Gut, Dankeschön fürs Zusehen und ab jetzt kommen wir dann im nächsten Part dazu. Tschüss!